Ja, Herr Gunkel, heute zweiter Turniertag gegen Manchester United, den Titelverteidiger, Neuauflage des Vorjahresturniers, verloren, spielen Platz 5, gewonnen. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, gegen Manchester United hatten wir noch die Möglichkeit, mit 3 Punkten in Hoffenheim nochmal durchzusetzen. Das ist uns nicht gelungen. Das ist ja wirklich schade, weil ich denke schon in dem Spiel ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Aber wir haben es halt nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Und dann blieb uns nur noch das Spiel um Platz 5. Ich finde, da haben wir nochmal eine richtig gute Leistung zum Abschluss gebracht und auch für den gewonnenen Sinn Spiel schon entscheiden können. Da hat es aber dann nur fürs 1-1 gereicht und dann in der Niederschießen haben wir es dann gewonnen. Welche Erfahrungen nehmen Sie und Ihre Spieler jetzt von diesem Turnier mit? Was können Sie erwarten in der Rückrunde der Junioren-Bundesliga? Ja, wir sind jetzt am Anfang der Vorbereitung, also wir müssen uns schon wieder sehr, sehr viel erarbeiten. Das hat das Turnier auch gezeigt. Es sind noch zu große Schwankungen drin leider in unserem Spiel. Insofern müssen wir da wirklich hart arbeiten, dass wir dann am ersten Spieltag gegen Darmstadt richtig da sind und das Spiel auch gewinnen können. Was die Prognose für die Rückrunde angeht, da möchte ich gar nicht so viel sagen. Also wir wollen eigentlich an die zuletzt gezeigten Leistungen in der Hinrunde, also insbesondere die letzten 5 Spiele anknüpfen und unsere Leistung weiter stabilisieren, die Jungs entwickeln. Die Ausbildung ist weiterhin im Vordergrund und das ist auch unser Fokus.